Fand, es war ein guter Trade-off. 12 Lebenspunkte für 33 ASP. Ich habe an der Sache sogar Ass. Ich habe an der Sache, glaube ich, sogar ASP verloren. Ich hab in der Summe. Also ich bin voll mit ASP und habe noch einen 33er im Stab, ey. Du hast auch noch 100 Punkte Guardianum gesprochen. Ja, mit Absicht. Ja, und so reitet ihr weiter in Richtung Janka nach Norden. So schnell, wie euch die Hufe eurer Pferde und des Straußen tragen. Also nicht sehr schnell. Der Strauß kann schon ordentlich was. Diamantas wird wieder wach. Die Sonne scheint wieder. Zudem lässt die Pferde ein bisschen langsamer gehen, dass er auch ganz schön am Schnaufen ist. War es das? Ist das vorbei? Je mehr Abstand wir zwischen uns und dem Ereignisort bringen, desto geringer werden die Effekte ausfallen. Was war das vor allen Dingen? Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, meine erste Idee war nun der Name, der uns bei Chalvin wiedergeheilt ist, dass er etwas damit zu tun hat. Habt ihr die Ebbe und die Flut gespürt? Nein. Oh, ich habe viel gespürt, so mein Kopf. Fühlt sich so an, als wäre mein Kopf explodiert und wieder zusammengesetzt worden. Ja, ich hatte das am schlimmsten erwischt. Ja, aber dem armen Pferd von Rafim geht's wohl ähnlich, wie das gezittert hat, als ich aufgewacht bin und wir beide uns drauf befunden haben. Was meinst du, das ist immer so? Ja. Gut, wo sind wir? Wie lange ist das her? Wir sollten noch ein wenig Abstand zwischen uns und dieses Phänomen bringen, dann könnt ihr wieder auf euer eigenes Pferd. Habt ihr die Fata Morgana gesehen? Und nun, die Tatsache, dass es sowohl die Elemente als auch die Unelemente betroffen hat. Man sah ein Spiegelbild der Stadt, sowohl gen Norden als auch gen Süden. Nun, ein Spiegelbild. Was spiegelt denn? Wasser spiegelt, nicht wahr? Nun, Wasser und die Hitze über der Wüste. Und habt ihr gemerkt, auch die Unelementare waren aus Wasser. Alle hatten sie Wasser als Kernelement. Die elementaren Mindergeister wie die unelementaren Mindergeister. Dies spricht für ihre These eines elementaren Ereignisses, ebenso die metaphorische Springflut an astraler Energie. Merkt ihr dies, diese Fluktuation? Man spürt sie immer noch bis hier hinaus. Natürlich. Das ist nicht gut. Ich würde dann gerne mal einen Oculus wirken. Astralis. Und gucken, ob wir uns auf einer Kraftlinie befinden. Ich lasse mir für Zeit. Ich denke mal, wir sind vom Pferd abgestiegen oder sind wir noch auf den Pferden? Das könntet ihr jetzt entscheiden. Also ihr reitet auf alle Fälle langsam. Dann würde ich auf jeden Fall jetzt mal absteigen und mich ein wenig vom Pferd entfernen und den Oculus gucken. Da will jemand nicht gedreht werden. Wow. Seht ihr, und deshalb reite ich einen Strauß. Oh. Oh. Wir haben einen Haufen Thulamiden-Pferde gelootet. Manche von denen mögen Magier. Also, Amelmir, wenn ja, du ich bin Magier, mag keine Pferde. Das magische Auge vor dir öffnest und dich so ein bisschen umherblickst, kannst du wohl diese Wellen der Matrix immer noch erkennen, wie sie das Netz in Schwingung anregen. Wenn du vor dir guckst, kannst du allerdings wenig sehen. Du kannst aber hinter dir Ich habe einen Patzer gemacht. Ich habe das gesehen. Okay. Du kannst hinter dir allerdings eine gewaltige Flutwelle erkennen, wie eine Welle, die sich jetzt gerade über das Land bricht, die wohl von Norden nach Süden gelaufen ist. Seht ihr das? Ich zeig mal ganz dezidiert in die Richtung. Eine Flutwelle, Tsunami. Ehrlich gesagt, nein. Ihr habt es mit der Hellseher einmal wieder übertrieben. Nein, ich bin dort. Wohl nicht der Einzige, der schaut den Kopf bekommen hin, hat. Schaut doch hin, magisch. Ihr Narren, schaut hin. Gut, dann wirklich mal ein Odem. Immerhin, wenn er sagt, da ist was. Ich halte Abel mir ja jetzt nicht ganz für
unfähig. Ich klammere mich an meinem Guardianum fest. Obviously. Tulamin denkt sich, magisch schauen können vor Lachen. Also ich benutze natürlich mir Zeit lassen und habe das verrechnet mit der Sichtbereich-Variante. Deshalb plus minus null. Ja, wenn du dich umblickst, kannst du wohl auch noch die Schwingung des Matrix-Gitters erkennen. Aber mir, das Gitter schwingt, aber ansonsten ist hier keine Flutwelle. Ich habe sie ganz deutlich gesehen dort hinten. Sie hat das Land überflutet. Ob ich die Zukunft gesehen habe? Ob mir Satinav einen Blick gegönnt hat? Aber mir, du warst zu lange unter der Wintersonne. Ich weiß nicht, das würde doch irgendwie seine These bestätigen. Von Norden, sagtet ihr. Nun, ja. Paligan naht von Norden heran. Es ergibt doch was Sinn. Nun, aber ich konnte nicht sehen, warum du also, wenn ich nicht sehen konnte. Nun, ich bin wohl etwas fähiger in der Hinsicht, verzeiht mir diese Anmaßung, aber so ist es nun mal. Oder ihr wart einfach schneller, Abelmir. Möglicherweise ist ein temporärer Weg, aber es erklärt nicht, was hinter uns geschah. Aber mir durch den Patzer kannst du deine ASP wieder auf Null setzen. Wow. ich fühle mich, dieser Zauber hat mich erschöpft. Irgendetwas ist in der Matrix los, im magischen Netz. Ja, das wäre uns auch aufgefallen. Kann das jetzt mal irgendjemand für mich zusammenfassen, was jetzt zum Teufel nochmal passiert ist. Also, wir wissen es nicht, ist die beste Zusammenfassung. Naja, wir wissen es schon. Irgendetwas Magisches. Das ist keine hinreichende. Oh, so weit war ich auch. Siehst du, für Raphim reicht diese Erklärung. Serpentilio, es ist doch etwas Magisches gewesen, nicht wahr? Da stimmst du mir zu. Wie klassifiziert ihr magisch? Es hat eine magische, das jetzt unbedingt definieren. Es hat eine magische Auswirkung zum Ende raus, ja, aber wir können nicht ausschließen, dass der Übergang von offensichtlich Astralkraft in und aus der Sphäre heraus einen magischen Ursprung hatte. Nun, aber es hat magische Resonanz hervorgebracht, nicht wahr? Darf ich noch wenn euch allerdings jetzt zum Beispiel ein Herr Lumpkin hier niederstreckt mit seinem Dolch, hätte dies auch eine magische Auswirkung, wenn eure Astralkraft ihren Körper verlässt. Nichtsdestotrotz würdet ihr feststellen, dass euer Tod kein magischer Effekt war. Aber die Astralkraft würde in der Menge doch gleich bleiben, also hätte es tatsächlich keinen Effekt. Wir können nicht ausschließen, dass die hiesige Ebene so eine Menge gleich geblieben ist. Also wollt ihr darauf hinaus, dass der Landverschlinger als nicht magisch im engeren Sinne die Ursache sein könnte, auch wenn es ein magisches Phänomen war? Wenn ich dir zuckt mit den Schultern, ich weiß es nicht. Ja, das war die Idee dahinter. Das ist meine Hypothese. Wir nennen sie die Hypothese B für Boltax. Also ich finde das ja alles ja ziemlich interessant, aber so wie ich verstanden habe, ist Lenka nur einige Stunden von hier entfernt. Meint ihr nicht, dass das eine Diskussion, die man lieber in einem Palast haben könnte, als hier am Rande dessen, was hier passiert ist? Wenn wir schon alles analysiert haben. Gibt es gerade andere wichtige, brennende Dinge, über die ihr sprechen möchtet? Oh, nee, vielleicht kann Abelmir uns etwas über die lokale Saisonmode in Winsal erzählen, wenn ihr ein anderes Thema bevorzugt. Wir müssen sputen, wir müssen sehen, was in Janka los ist. Die Welle kommt von dort. Also wenn ihr interessiert an der lokalen Saisonmode von Winsal seid, ich kommt einfach. Experte für das horasische. Ich zieh mich auf das Pferd hoch und probier los zu reiten. Alle anderen sitzen noch auf ihrem Pferd und können jetzt ganz bequem weiterzucken. Abelmir macht aus irgendeinem Grund Stress. Empfehle euch, einen Stehkragen zu tragen. Ihr habt allerdings nicht Unrecht. Wir sollten in der Tat versuchen herauszufinden, ob ein ähnlicher Effekt zum einen an anderen Orten aufgetreten ist und zum einen und zum anderen, ob er sich zeitlich nachverfolgbar fortgesetzt hat. Oh, ihr meint also, wie ein Stein, wenn man ihn in ein Wasserglas wirft, dass er in alle Richtungen eine gleichförmige Welle ausbreitet? Genau, dies könnte uns helfen, einen Ursprungspunkt zu bestimmen. Na, das wäre tatsächlich möglich, man könnte es zurückrechnen. Ja, wenn wir dann ein wenig Korrespondenz führen müssen. Was denkt ihr, ist die Uhrzeit?
Ich würde gerne einmal Wettervorhersage machen, um die Uhrzeit anhand der Sonne zu bestimmen. Ja, würde ich so lassen, klar. Das war richtig. Sternkunde wäre wohl mit Ableitung auch möglich. Ja, wir haben, glaube ich, die entsprechenden Instrumente nicht vom Schiff mitgenommen. Ja, nein, passt. Also, wir haben die 9. Stunde. Es müsste die 9. Stunde sein. Gut, notieren wir dies erst einmal. Und wenn wir in Jacke sind, stellen wir mehr Fragen und mit Glück können wir etwas die Küste hinauf und hinab korrespondieren. Nach Zorgan und Perikum und Kunchum und so. Meint ihr, dass es in Beilung auch einen Effekt gehabt hat oder wird das Arkaninterdiktum wie ein Fels in der Brandung sein? Ich weiß es nicht. Ich gebe Britannia, was auch immer wir noch vor Ort zu erledigen haben, wir sollten es bald tun. Nun, wir werden sehen, wie die Lage in Janka überhaupt ist. So könnt ihr weiterreisen. Nach 2 Stunden auf der Straße trefft ihr auf eine kleine Karawane von grob 7 Leuten, die euch entgegenkommen. Oh, die Götter mit euch, hallo? Und mit euch? Wohin geht's? Nach Elberum. Vorwärts auf Stocken und dann wieder zurück nach Janka. Das klingt sehr vernünftig. Das ist eine gute Sache. Ja, verstehe, wir haben dort alle kann man gerade gute Geschäfte machen. Alle Hände voll zu tun, genau. Nahrung ohne Ende. Habt ihr etwas gesehen, den Janka, von Norden aus kommt? Dazu kann ich nichts sagen. Tut mir leid, wir sind vor ein paar Stunden aufgebrochen mit der Mittags, mit der Morgensonne, falls ihr das meint. Habt ihr das gemerkt? Etwas, was von Norden nach Süden zog? Nein. Aber mir ganz ruhig. Offensichtlich hatten diese guten Leute heute noch keine verstörenden Begegnungen. Darüber sind wir auch ganz froh. Fex ist immer mit bei uns. Das ist gut. Als Händler sollte er bei euch sein. Ja, oder? Als Tulamin. Ja, er hat die Echsen getötet, nicht wahr? Oh, er hat so viel mehr gemacht. Er ist ein guter Gott, der Beste. Ja, wenn er die Echsen tötet, ist das wirklich eine sehr gute Sache. Ja. Und wohin seid ihr? Auch noch Janka oder was? Aber ihr habt keine Lebensmittel mit. Nein, wir haben keine Lebensmittel mit, aber wir sind unterwegs dorthin. Ja, Mensch, noch mehr Flüchtlinge. Aber so seht ihr auch nicht aus. Sagen wir, wir haben Geschäfte vor Ort. Also, der Emissär macht das schon ganz gut, muss ich sagen. Der hat uns ja auch angestellt, aber er gibt uns das Geld. Wir sind die ganze Zeit, wir sind seit vielen Wochen sind wir unterwegs, von Norden nach Süden und hin und zurück. Und für wie viel kauft ihr denn mal ein? Nein, warum? Wir machen die 3 Wagen voll und dann fahren wir wieder hin. Sehr vernünftig. Wir haben leider kein Schiff. Also ihr könnt nicht noch mehr aufnehmen. Aber wir haben überlegt, ob wir uns einen 4. Wagen kaufen, aber jetzt mittlerweile gibt es weniger Ferkiner, das ist schon ganz gut, aber wir sparen auf ein Schiff. Mit dem Schiff könnte man ja auch viel besser reisen. Und die See ist gefährlich dieser Tage, nicht wahr? Ja, wir haben auch keine Ahnung, wir brauchen dann noch eine Mannschaft, aber wie gesagt, entweder einen 4. Wagen oder wir sparen jetzt und da muss man Prioritäten setzen. Wie viel braucht ihr denn noch für ein Schiff? Also, das kommt auf die Größe an. Noch grob 8000 Dukaten. Vielleicht solltet ihr bei eurer Karawane bleiben. Es erscheint mir sicherer dieser Tage. Wie sieht denn Janka aus? Was gibt es dort? Viele Flüchtlinge? Ja, alles voll. In Zelten und in Bruchbuden davor und naja... Es gibt noch ein paar andere, die fahren dann über Yarazirabad mit ihren oder nach Fachrukant. Die bringen dann Holz und sowas. Aber damit haben wir nichts zu tun. Wir bringen nur Nahrungsmittel. Ja, ich habe gehört, dass die Visira von Janka bald wieder in der Stadt sein soll. Vielleicht können wir bei ihr ein gutes Wort einlegen, dass sie eins ihrer Schiffe dafür abstellt, einen Nahrungsmitteltransport zu unternehmen. Ich habe gehört, die ist verschollen auf hoher See. Seit Monaten nicht in der Stadt gewesen. Aber nein, der Emissär macht das ganz gut. Da ist mir auch egal, wo die Visiere abbleibt. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sie gesehen hat. Also sie wurde gesehen? Ich habe auch einen Freund von einem Freund von einem Freund, der hat die auch gesehen. Moment, ich dachte, das wäre die Frau, die Elberum regiert. Die wäre verschollen. Weiß ich ja noch. Jetzt verwirrt mich nicht.
Mit ja, den sind die alle verschollen, sind woanders hingegangen, auf See verschwunden, in den Bergen verloren gegangen. Ich verkehre nicht in den Palästen, müsst ihr wissen. Also, wir haben einen Handelsvertrag mit dem Emissär abgeschlossen, das ist dieser Rabenmund, aber wir sehen ihn ja auch nicht. Also, wir sind ja nicht am Ballast. Wir haben das nur auf dem Markt gehört, dass die Visira verschollen ist. Meint ihr Schiff wirklich, eine Visira, die es schafft, eine solche Kreatur wie den Malmer, ihr habt doch sicher den Tempel in Janka gesehen, zur Strecke zu bringen, geht einfach auf hoher See verschollen? Den Kor-Tempel, ja, den haben wir gesehen, das ist ein brutales Ding so. Ja, und den haben die eigenhändig da schlagen, das Viech. Ja, aber es ist ja auch nur eine Visira, die kann ja auch sterben. Ja, sterben können wir alle, das ist richtig. Achso, du bist auch ein Korgeweihter, ne? Das sehe ich ja jetzt erst. Willst du auch zu diesem Malmer-Tempel? Ja, ich wollte ihn mal besuchen. Ja. Okay. Wird schön da sein. Gut, Ich hoffe, die haben meinen Helm fertig. Was meinst du, Rafim? Haben die meinen Helm fertig? Ja, bestimmt. Vielleicht. Glaube ich nicht dran. Ah. Also gut, wir würden dann weiter, bisschen reden ist halt immer gut, aber wenn wir heute noch Elbow mal erreichen müssen wollen, dann müssen wir jetzt weiter. Ja, viel Erfolg. Lasst euch nicht von den Widdern zerreißen. Nee, ihr euch auch nicht. Ja, schön. Fix mit euch. Noch eine Information, bevor ihr geht. Ja. Ist die Strecke hier sicher, so dass ihr ohne schwere Garde hier umherfahrt? Also früher wurden wir um Elberum viel überfallen von den Ferkinas aus den Bergen, aber mittlerweile ist es wie gesagt besser geworden. Gut zu hören. Seit ein paar Tagen. Seid vorsichtig. Ja, fix mit euch. Ja, mit euch auch. Ich bin gespannt, ob mein Helm fertig ist. Die Malmar-Klaue. Das wäre schon was. Also vielleicht haben sie ihn halt auch schon wem anders gegeben, weil du so lange nicht da warst, aber vielleicht hast du Glück. Na, zumindest, dass einige denken, dass Rabenmund seinen Job, seine Aufgabe gut macht. Das scheint zu hören. Naja, er bezahlt sie ja auch, ne? Nun, er scheint ein guter Staatsmann zu sein. Und Nahrung herbeizuschaffen, das ist in der jetzigen Situation wichtig. Nun, er ist halt ein Rabenmund. Die haben doch viel Regierungserfahrung im Mittelreich. Aber, Kapitana, das mit dem Schiff war ein ernsthafter Vorschlag. Wir könnten vielleicht eins oder zwei der anderen fahnischen Schiffe dafür nutzen. Ich denke, wir sollten uns erst einmal ansehen, was für Vorkehrungen Rabenmund schon getroffen hat. Denn wenn tatsächlich so viele Schiffe dort sind, vielleicht fahren ja schon welche. Oh, erinnert ihr euch an den anderen Rabenmund, der mit den Zwergen zusammengearbeitet hat und diese Silbergeschosse auf die Dämonenmauer geschmissen hat, als wir gegen die Werwölfe gekämpft haben? Ja, total, Boltax. Was ein Mann. Ein guter Mann, ja. Ja, ich erinnere mich noch an sein schütterndes Haar. Das stimmt. Du hast keine Ahnung, Rafim, oder? Was für eine Unterstellung! Das werde ich nicht weiter kommentieren. Aber ja, wir sollten reiten. Sulamin, du musst ja deine Stadt angucken. Es scheint, als hättest du viele neue Bewohner gewonnen. Ja. Alle arm sind und nichts zu essen haben. Aber sonst... Ja, und auch schon einen Haufen Schulden deswegen. Das nicht irgendwie auf die meisten Menschen zu? Naja, wenn's euch beruhigt, wir können ja irgendeine Stadt überfallen. Und sorgt euch nicht, Kapitana. Niemand kann diese Schulden eintreiben, wenn wir auf dem Grund des Ozeans liegen. Auch wieder wahr. Naja, Iberum hat doch keine Herrscherin zurzeit. Könnt ihr die Stadt nicht einfach annektieren? Wir können auch hier in der Stadt annektieren, einfach so. Hat mit Janka ja auch geklappt. Ich habe das anfangs mehrfach vorgeschlagen, dass wir hier einfach irgendwo eine alanfanische Flagge rein in den Boden hauen und anfangen Sachen zu annektieren, aber ihr wolltet nicht. Was genau bringt uns dies? Aber Diamantis, ich meinte jetzt nicht alanfanisch oder oronisch oder was auch immer.
Außerdem war es in Janka eine andere Sache. In Janka, nun ja, hatte mich die Maharani Shahi eingesetzt und nun ja, wir mussten meinen legalen Anspruch nur mit etwas Nachdruck durchsetzen. Apropos, ich bin gespannt, ob man wieder versuchen wird, uns umzubringen, sobald wir das Stadttor erreichen. Bei unserem Glück. Wieder, Kapitania? Oh ja, das kommt häufiger vor, wieder. Als ihr vielleicht denken mögt. Unser erster Besuch in Janka war... Nun ja. Wir haben fast nicht überlebt. Ja, war ein schöner Ausflug. Wir können nur auf Besseres hoffen. Natürlich. Dann sehen wir mal, was uns erwartet. Weitere 2 Stunden später könnt ihr eure eigene Stadt erreichen. Janka liegt vor euch. Der Gestank ist mittlerweile verflogen. Die Stadt war wohl sehr heruntergekommen. Jetzt erblickt ihr den blauen Palast, der trutzig über die anderen Gebäude herüberragt. Weitere Flechten, die wohl noch immer nach oben klettern. Und ihr könnt das gewaltige Immernstadion erkennen, was hier wohl aufgebaut ist, an dem viele Wimpel herunterhängen. Viel Lärm, der von dort aus kommt. Und er ist geschmückt mit dem roten Turm von Valusa. Weitere zahlreiche Bretterbuden oder Zelte, die in dem Bauernviertel aufgebaut worden sind, und eine ganze Menge an Flüchtlingen, die ihr erkennen könnt. Die Stadt ist grob auf das Doppelte angewachsen innerhalb von wenigen Wochen und Monaten. Und so könnt ihr langsam einreiten, vorbei an dem Bauernviertel und dann auch an dem Immernstadion, das ihr vor einiger Zeit einmal besucht hattet, wo ihr eine merkwürdige Begegnung mit einem Pferd hattet. Meint ihr, das Immernstadion ist auch voller Flüchtlinge oder feiern sie dort irgendetwas? Ja, wenn ihr von Süden aus einreitet, könnt ihr dann auch direkt am Immernstadion stehen bleiben und direkt durch den Eingang hindurch könnt ihr sehen, wie dort allerlei Zelte aufgebaut sind, weitere Bretterbuden, die dort nach oben wachsen, ebenso wie im Gareta-Viertel. Hat ja auch damals in Gareth dazu geführt, dass eine Arena umgebaut worden ist für Flüchtlinge aus. Damals war es Tobrien, dieses Mal ja auch wieder Tobrien, Valusa bzw. Festum und das Bornland. Und wenn ihr dort euch umguckt, könnt ihr viele Leute erkennen, die dort mit den wenigen haben, schmutzig, dreckig sitzen, ein paar Brote essen oder so etwas oder an Feuern sitzen und sich dort versuchen zu wärmen. Oh, ich war schon lange nicht mehr beim Immernspiel. Oh. Das fällt euch jetzt ein hier? Es sind also Flüchtlinge. In der Kirche wird so bald auch kein Immernspiel stattfinden. Das sind dann wohl die Flüchtlinge aus Valusa. Ja, wirklich schön hier. So wie immer halt. Nun, schön würde ich es nicht nennen, das ganze Elend hier. Aber ich fühle mich nicht mehr so orientierungslos wie beim letzten Mal. Das ist ein Fortschritt. Ja, wir sollten aber trotzdem mal hier eurem Buchhalter einen Besuch abstatten, wenn wir schon hier sind. Und vor allem danach einen Blick auf unsere Drachentöter setzt. Auf dem Schiff ist eine große Menge an Dingen, die ich brauchen werde. Es verwirrt mich, dass diese Händler erzählt haben, die Vesira wäre auf See verschollen, wo doch unser Schiff hier im Hafen liegen müsste. Wenn die Händler... Stopp, frage ganz oft. Die Händler waren jetzt gerade auf dem Weg von Elborum nach Janka, nicht wahr? Nee, die sind euch entgegengekommen. Von Janka nach Elborum. Ja, okay, dann habe ich nichts. Ja, aber wenn die Vesira ohne Schiff daherkommt... Stimmt, das wird sie. Wenn das Schiff ohne Vesira kommt... Nun ja, gut. Gehen wir einfach davon aus, dass sie keine Ahnung haben. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr nicht auf hoher See verschwunden seid. Wenn euch das beruhigt. Der Wasserstand ist tatsächlich eher niedrig, als wir da verschwunden sind, nicht wahr? Nun, also ehrlicherweise müssen wir sagen, als wir bei der springenden Insel waren, sind wir auf hoher See sprichwörtlich verschwunden. Das ist wahr. Ich machte mir nur ein wenig Sorgen über die Avianda, ob sie es tatsächlich hierher geschafft hat. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum nicht. Lasst uns weiterreiten.
Ja, so könnt ihr weiter reiten an der Garnison der Stadtwache vorbei, vor der allerlei merkwürdige Personen mit einem merkwürdigen Wappen stehen. Nicht nur euer eigenen grünen, silberner Grund, der Delfin und die Aranya-Katze, die sich irgendwie zueinander gewandt haben, teilweise wohl auch voneinander abgewandt, also ein merkwürdiger anderer Wappenstil. Aber ihr könnt auch Stadtwachen aus Valusa erkennen und aus Festum, teilweise sogar aus Ilsur. Allesamt stehen hier wohl irgendwie davor und versuchen sich dann gegenseitig zu übertrümpfen beim Wachespielen. Ihr könnt dann vor euch weiter sehen, dort öffnet sich wohl der Bazar und viele Leute stehen dort an Wagen, die wohl vor kurzem eingetroffen sind und reichen irgendwelche Bretter nach unten. Oder aber auf der anderen Seite werden große Körbe mit Nahrungsmittel verteilt. Und es ist ein großer Andrang, die Leute reichen ihre Hände nach oben, schreien und wollen wohl als erstes die begehrten Güter haben.